Jetzt bitte ich Sabqa Amir Sahib mit seiner Rede zu beginnen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنزلنا الحديث كتابا متشابها مثانيا تخشير منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. In meinem Herzen ist es, ich möchte immer deinen Buch küssen und das ist mein Richtschnur, mein Qibla und mein Kaaba. Wie Sie es erfahren haben, ich habe die Aufgabe über die Koran-e-Majids Lehren und deren Überlegenheit vorzutragen. Dieses so wichtige Thema, das ich mit meiner Unwissenheit, mit meiner dafür, dass die Überlegenheit des Korans darzustellen, ist für mich selbst auch sehr schwer. Und für die Aufgabe, um den Koran-e-Majids endgültige Überlegenheit zu beweisen, hat Allah Ta'ala in dieser Zeit Hazrat Masih Maud herabgesandt, seinen Messias. Hazrat Masih Maud sagt selber, dass Gott hat diesen Prophet, also über sich selber sagt er, den vollkommenen Reformer nur dafür geschickt, damit er dies beweisen täte, dass alle anderen Religionen und alle Lehren gegenüber Islam nicht sind oder unvollkommen sind. Und dann sagt er, ich bin gekommen damit wieder die Glorie und die Erhabenheit des heiligen Propheten wiederherstelle. Und die Wahrheiten, die in der Welt verloren gegangen sind, wieder denen verkunde. Und jetzt momentan möchte ich da vortragen, dass Koran-e-Majid, warum die Lehren des Korans vollkommen sind und überlegen sind gegenüber alle anderen Lehren. Aber ich möchte nochmal das sagen, dass was ist mit den alle anderen vergangenen Lehren und all die Propheten, die vorangegangen sind, die sind doch von gleichen Gott geschickt geworden, der Koran-e-Majid herabgesandt hat und selbst den heiligen Propheten geschickt hat. Und wenn es die gleiche Quelle ist, warum ist der Unterschied? Warum entsteht diese Frage, das eine ist vollkommen und das andere ist nicht vollkommen?
Da möchte ich sagen, dass als erstes alle die vergangenen Bücher sehen, die heiligen Bücher, die Lehren, die von Gott herabgesandt worden sind. Keine einzige davon hat es beansprucht für sich, dass dies vollkommen, die Lehre sei vollkommen und endgültig. Und dann ist noch eine wunderbare Sache, dass die haben tatsächlich selbst zugegeben, dass die sind unvollkommen, unvollständig. Und drittens, Entschuldigung, dass diese vergangenen Bücher haben selbst gesagt, dass nach unserem Lehre wird noch eine Lehre kommen, die vollkommen sein wird. Die wird globaler Natur sein, die wird dauerhaft sein. Und deswegen diese Gedanken, dass wir haben die herab, also erniedrigt, diese Lehren, die vorangegangene oder andere Bücher, sondern das ist deren eigene Lehre, dass wir sind noch unvollständig, wir sind unvollkommen und es wird noch eine Lehre geben, wird nach uns kommen, die wird vollkommener sein, die wird endgültiger sein. Und das ist genauso ähnlich wie die Propheten selbst. Das ist, Allah Ta'ala sagt ja, dass la nufarriqu bayna ahadin, dass alle Propheten sind gleichmäßig, aber soweit es deren Rang geht, das sagt Allah Ta'ala selbst, dass wir haben einen in Rang erhöht gegenüber den anderen. Und dann ist, das ist die Frage, dann ist auch eine Sache, ob die alten Lehren wirklich also geschützt worden sind und unverfälscht bis an uns gekommen sind, das behaupten die nicht mal selber, sondern geben zu, dass Hazrat Khalifatu Masih Abbar radiallahu ta'ala anhu sagte, und ich habe oft mal darüber nachgedacht und erinnere mich daran, Hazrat Khalifatu Masih Abbar radiallahu ta'ala anhu war sehr bewandert, war sehr belesen, und alle haben seine also Wissen anerkannt, selbst Hazrat Masih Maud Aleyhis Salam. Und Hazrat Khalifatu Masih Awwal sagte, dass ich kann von drei Worten des Korans alle anderen Lehren der Welt widerlegen und die Überlegenheit der Koran darstellen. Und das ist die eigentlich, dass nur durch die drei Worte auf einer Seite, das bezeugt die Belesen, also die Lehrsamkeit der Khalifa Awwal, aber auf anderer Seite ist gleichzeitig die Überlegenheit des Korans, dass nur drei Worte braucht es, um die alle anderen Lehren dagegen über eigene Überlegenheit darzustellen. Hazur sagt weiter, Hazur sagt, mit welchem Licht sollen wir diese Licht, also den Koran, sollen wir vergleichen können? Dieser ist doch in jeder Sache und jede Eigenschaft einzigartig. Erstmal dachten wir, das wäre ein Stab von Musa, von mosaischer Stab wäre es. Aber wo wir nochmal nachdachten, das war jeder einzelne Wort ein messianischer Wort, war in sich ein Messia. Und sondern es ist, dass jeder einzelne Wort ist wie ein messianische Eigenschaften verbirgt in sich und Heilkräfte der Messia. Und da sagt weiter Hazrat Masih Maud Aleyhis Salam einmal, er sagt, also was für Eigenschaften sollen wir, welche sollen wir loben? Welche Attribute sollen wir? Wir haben viele Geliebten gesehen, aber dieser Schöne hat uns, in seiner Schönheit sind wir verloren. Und der hat unser Herz gestohlen. Und dann sagt Hazur, in jedem Text sprudelt ein dauerhafter Frühling. Diese Wissen und Erkenntnisse über Koran, das ist in sich ein Wunder. Und das zeigt, dass das Koran lebendig ist und dadurch die neue Wunder geschehen. Und Hazrat Masih Maud Aleyhis Salam sagt weiter,
Das Hazur sagt, wenn Torah und Evangelien alle zusammen sich bemühen, dass Gottes Einheit zusammenzustellen und die Lehren, wenn man zusammenfasst, deren, dass nur Surah Ikhlas, nur ein Zeile von Surah Ikhlas ist gewichtiger als gegenüber alle anderen Lehren der Welt, um die Einheit Gottes zu beweisen. Und das ist einzigartig. Das ist Hazrat Masih wa Salam, seine Erhabenheit, das ist sein Rang, der offenkundig wird gleichzeitig. Wo ich diese Notizen gemacht habe, da habe ich während dieser Hazrat Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam sein Hadith ist, Hazur sagt, wer nur ein Wort, Gottes Wort gelesen hat, und der Gott öffnet vor ihm die Türe seiner Segnungen und die werden immer sich vermehren und multiplizieren. Und was ist Wort? Hazur sagt, Alif, Lam, Im ist nicht ein Wort, sondern das sind drei Worte. Alif ist ein Wort, Lam ist zweiter Wort und jede einzelne Buchstabe steht für ein Wort und ein Buch an sich. Und das war nur die Einleitung. Komme ich zu den Argumenten, die ich zusammengestellt hatte. Oder die, kein anderes Buch hat diese Behauptung gestellt und selbst behauptet, dass die wäre vollkommener oder wäre überlegener gegenüber den anderen oder sonst irgendwas. Das ist nur Koran-e-Majid. Erhabenheit, das Koran-e-Majid sagt über sich selber. Es ist richtig, die Juden sagen, die Christen sagen, dass unsere Lehren sind besser. Aber die Frage ist, was sagt deren Buch selber? Was sagt deren Lehre selber? Und das ist genauso, der Zeuge ist kräftiger als der Kläger, also Beschuldigte oder so. Und das kann man nicht also sagen, sondern was der Kläger selbst nicht mal behauptet, kann der Anwalt nicht, der Zeuge noch darauf setzen. Ich habe nur drei Worte genommen. Surat Az-Zumar, da sagt Allah Ta'ala, Allahu nazzala asna al-Hadith, Allah Ta'ala hat sehr kraftvoll und voller Macht dieses Buch herabgesandt. Und das Asna al-Hadith, also der beste der Wort, also das schönste Wort in alle Aspekten. Und das ist die Behauptung, das ist der Challenge des Gottes Wortes. Und nicht nur das, da ist gleichzeitig auch ein Argument. Es ist nicht nur eine Behauptung, sondern ist gleichzeitig. Und da sehen Sie, dass alle anderen sind zwar auch schöner, aber dies ist der schönste von denen. Aber wenn es nur gesagt worden wäre, dass alles andere ist falsch, dann wäre es falsch. Dann wäre dann so ähnlich, dass in die Blinden ist der Einäugige der König. Also nein, die anderen sind auch Sehende, sondern aber dieser hat die Schärfe. Und alle anderen sind auch schöne Sachen. Das sind schöne Lehren, das ist Licht. Dazwischen ist der Koran-e-Majid noch schöner. Und dieser Kredit geht nur an Koran-e-Majid, dass Koran-e-Majid die anderen Lehren auch würdigt, beispielsweise über Tora, über Evangelien, und sagt, dass es ist Licht, es ist Leitung Gottes und Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Auf einer Seite werden gelobt, aber dann sagt er, aber hier ist noch mehr Licht, hier ist noch mehr Leitung. Hazrat Masih Maud Aleyhis Salam
hat diese Thema so dargestellt. Es ist so eine schöne Sache, dass in Quran al-Majid das, was Hazrat Masih alaihi wasalam über Quran al-Majid gesagt hat, geschrieben, das ist an sich ein Wunder. Das werden Sie nirgendwo in der Welt sehen können. Wie soll ich danken? Wie soll ich danken den Quran, Allah Ta'ala, der uns Quran gegeben hat? Vorher waren nur die Knospen. Und das ist die aufgeblühte Rose. Da sehen Sie die Gerechtigkeit, dass vorher waren die Knospen. Das ist ein Wort, ein sehr, sehr, das war eine Knospe, die waren noch nicht so weit, dass die aufblühen konnten. Und der Quran al-Majid war die Zeit gekommen, wo die Rose voller Blüte aufgestanden ist. Und das ist also, Hazrat Masih alaihi wasalam, sein Wortwahl allein ist schon ein Wunder. Und das ist voller Blüte. Und das ist nicht nur, dass das den nächsten Tag verkrümmen werde, sondern dieser wird, das ist eine dauerhafte Frühling. Das ist auf andere Weise, was Masih alaihi wasalam gesagt hat. Und das sind schöne Worte, eine schöne Art dieser Wortwahl, das auf einer Seite, das ist also Comparison of Religions, hat Hazrat Masih alaihi wasalam hier gemacht, die andere Religionen verglichen, die waren die Knospen und hier ist aufgeblühte Rose. Und dann sagt Quran al-Majid auf anderer Seite, wenn eine Lehre nicht mehr geschützt wird oder wird Vergessenheit geraten, dann schicken wir eine bessere Lehre als die vorangegangene, die noch mehr nützlich ist, die nützlicher ist für die Menschen. Und also Masih alaihi wasalam sagt auch in einem Gedicht über diese Sache, wir sind der beste Volk für die Menschheit nur durch dich, weil du halt einen Schritt vorwärts gemacht sind, haben wir hinter dir einen Schritt vorwärts. Und das ist eine schöne Art in ein einziges Gedicht. Und dann sehen wir in Surah Fatiha auch Ehdina Sirat al-Mustaqim an Amta alayhim. Also zeig uns den gerade Weg, Weg derer, denen du gesegnet hast, denen du. Und das ist, dass durch diese Koran, durch die Gefolgschaft dieser Koran al-Majid und durch die Gefolgschaft dieser Prophet werden die Propheten, Siddiq, also die Heilige und die Märtyrer werden entstehen und werden die Ränge der Märtyrer erreichen. Und das ist diese Herr, das ist dieser Nutzen, das ist dieser Segen und die Barmherzigkeit Gottes, dass dadurch wird, inshallah, Hazrat Masih alaihi wasalam sagt, auf anderer Stelle, also das ist auch sehr interessant, wie Hazur das da legt. Jede Lehre, die Essenz oder deren Überlegenheit oder deren, das müssen die Leute in sich tragen, deren moralische, spirituelle Werte, deren Leben muss das beweisen, dass die waren besser als die vorangegangenen Religionsanhänger. Also jeder Baum wird durch die Früchte erkannt. Und das soll in anderen Religionen soll keine Beispiel geben. Wenn die Anhänger dieser Religionen besser darstellen können. Weiter sagt Hazrat Masih alaihi wasalam, und dass die sollen solche Wunder hervorbringen, dass die sollen einzigartig sein. Die Gott möge seine Zwiegespalten wieder in Erfüllung gehen. Und hier ist kein einziger Religion in der Welt, der sogar selbst aus Unglück sogar die
Christentum hat doch, von jeher den Gesetz und den Schariat, also der Lehre, als Fluch benannt. Das ist der Paulus sein Thema gewesen. Der hat gesagt, also Gesetz ist das Fluch für die Menschheit. Und sagt Hazrat, es gebe Tausende in Islam, die jederzeit da waren, die diese Wunder vollbracht haben. Und dieser Zeit bin ich der Einige. Und Hazur hat das auch sehr schön gegenübergestellt, dass ein großer, gelehrter Padre, also ein Priester, der sich selber denkt, und wenn der mit einem einfachen Muslims gegenübergestellt wird, dann können Sie sehen, dass dieser große Priester, seine Gebete werden nicht so gut erhört, nicht so viel erhört, wie von einem einfachen, allgemeinen Muslimen sein Gebete erhört werden. Das ist eine Herausforderung gegenüber die alle. Und das ist also eine, nicht nur eine bloße Behauptung, sondern das ist die Tatsache und das ist immer da. Und Gharib bedeutet ein Einfacher, also Gharib, der Arme. Und was ich meine Wenigkeit das denke, das bedeutet Gharib. Das hat hier also manchmal Gharib dieses Wort genannt. Das Islam ist mit Gharbat angefangen, also ist mit Armut angefangen und in Armut werden die zweite der Erstehung des Islams sein und die werden Gharibul Watan sein, also die werden Immigranten sein. Das sind sie hier. Das ist nicht der Arme, der Bettler ist oder der in dem Sinne arm ist, sondern einfacher oder Gharib Muslim bedeutet, der für Gott die Welt verlassen hat und der aber reich ist in Glaube. Und der, wenn es wirklich so ein armer Mensch, armer Muslim, der so in diesem Worten Sinne Gharib und arm ist, der wird wirklich immer obsiegen. Und Misleha, das ist also die Gleichbarkeit oder Vergleichbares, das ich habe vorher auch zitiert in Quran al-Majid in einem Vers, dass wenn die Khudatala sagt, dass wir bringen Gleichwertiges oder noch Besseres. Aber die Frage ist, warum soll es Gleichwertiges sein? Wenn es aber die Gleichwertiges ist und oder mindestens ein Teil Gleiches ist, was ist da denn die Überlegenheit? Also Masih Islam hat sehr schön dargestellt und das ist sehr interessant. Hazur sagt, wie in den Euter der Blut in Milch verwandelt wird, genauso ist die Lehren, die alte Lehren waren, die waren wie Blut. Und durch den Koran werden die zu Milch, der nur noch mehr nährhaft ist und kraftgebend ist. Die waren wie ein Blut, die alte Lehren. Der Blut war noch nicht vollkommen. Und Quran Majid, das ist der Ort, in dem das in Blut verwandelt worden ist. Und genauso die Lehren von Torah und Evangelien, die waren zwar nur die Anweisungen, aber in Quran Majid sind die Weisheit geworden. Also das ist genauso. Also wenn dass man einen Gott beten soll, das war ja immer das war in Tora da, aber da war keine Weisheit dabei. Warum, wieso, wozu? Das hat Quran al-Majid nochmal erklärt. Das ist also eine einmalige Eigenschaft von Quran al-Majid. Zuletzt möchte ich nochmal, Hazrat Masih Maud Islam, möchte ich ein Zitat vortragen, da sagt, werden alle diese Sachen erwähnt, die eine offen Gottes
offenbarte Buch enthalten. Also manchmal sagt, um die Wahrhaftigkeit einer Religion zu beweisen, dass dies von Gott herabgesandt worden ist, ist wichtig, dass diese Religion durch die eigenen Lehren und Prinzipien und die Anweisungen soll so komplett und vollendet sein und von jeglichen Fehler befreit sein, dass keine menschliche Logik eine bessere Lehre geben kann. Und es darf keine, und damit ist dann die Überlegenheit, keine andere Religion, das vergleichbar sein kann. Und das hat also Masih al-Islam gesagt, das hat Quran al-Majid gesagt selber, al-Yawmu akmaltu lakum dinukum. Heute haben wir eure Religion oder Glaube für euch vollendet. Und in diesem Vers ist offen ganz klar dargestellt, dass nur Quran al-Majid hat diese vollkommene, vollendete Lehre gegeben, die vorher nicht, und das war auch die Zeit gekommen, und die Zeit war reif dafür, für so eine vollkommene und vollendete Lehre zu erhalten und zu bekommen und zu verdauen. Außer Quran al-Majid hat kein anderes Buch diese Behauptung gestellt und behauptet. Und Torah und Evangelien sind ja total leer davon. Die haben nirgendwo. Da steht als Beispiel in Torah: Ich werde von deinem Bruder einen Gesandten schicken und meine Worte in seinen Mund legen. Und der, der seine Worte nicht hören wird, wird er zur Rechenschaft gezogen. Also, das zeigt doch, dass nach diesem Buch, der Torah war nicht allein genug, sondern es war, wenn es das genug wäre, genügt hätte, dann musste kein neuer Prophet kommen und seine Worte zu hören wäre Pflicht gewesen. Und genauso in Evangelien haben nirgendwo sowas behauptet, dass Evangelien sind vollkommen, sondern sagt ganz klar in Evangelien, es werden viele Worte, viele Lehren und viele Sachen sind, die ihr noch nicht ertragen könnt. Aber wenn der Vollkommene, die Wahrheit kommen wird, da schauen wir, auf einer Seite hat Tora gesagt, durch den Moses, dass ich bin noch nicht vollkommen, es wird ein anderer kommen. Und genau hat der Hazrat Isa, der Jesus hat gesagt, aber ihr seid noch nicht so weit, dass es vollkommene Wort hören könnt, die Lehren ertragen könnt oder verdauen könnt. Aber Quran al-Majid gegenüber all diese Tora und Evangelien sagt über sich selber, ich hier ist al-Yawmu akmaltu lakum dinukum, dass heute haben wir die Lehre vollendet und für euch die Lehre der Glaube Islam auserwählt. Und damit sehen wir, dass diese Behauptung wird nur von Quran al-Majid gestellt und wir können sagen, dass wie Quran al-Majid gesagt hat und behauptet hat, hat nicht nur behauptet, sondern auch erfüllt diese und wirklich so eine vollkommene Lehre gegeben, dass Tora oder Evangelien sind weit entfernt davon. Und das, um die islamische Wahrheit zu beweisen, reicht vollkommen dieses. Einzige Sache, dass es gibt keine andere Religion, die da gegenüber sich stellen konnte. Islam Ahmadiyyat! Islam Ahmadiyyat! Mukarram Bilal Raja Sahib, jo Amerika se tashreef laaye hain. Jetzt wird ein Gedicht vorgetragen. Das ist ein Gedicht von Hazrat. Das ist ein Gedicht von Hazrat Khalifatu Masih Rabbe Rahmahullah. Hazrat Sayyid Wolde Adam Hazrat
Unser